Wie heißt es so schön? Menschen schaffen sich ihre eigenen Götter. Ein Glück beruht diese Aussage eher auf ein Sprichwort als auf eine faktische Tatsache. Denn man sehe, der Mensch kriegt es auch ohne Überhilfe hin, den Planeten kaputt zu kriegen. Warren Ellis und Gary Gastoni gewähren uns einen Blick in eine Prädystopie, wo jedes Land sich mit einem Dr. Manhattan beweisen will, wer beim Notfall das Däumchen näher hat am Super-GAU-Knöpfchen. Es beginnt alles mit einem Professor, der Errungenschaften der Menschheit mit Glauben vergleicht, nur um dann zu sehen, dass beides ins Chaos philosophiert. Der Wahnsinn mit diesen Überwesen fing damit an, dass drei englischstämmige Astronauten die Atmosphäre wieder betraten, als Schädel an Schädel verschmolzener, großer pilzbefallener humanoider Klumpen. Diese Angelegenheit musste umgehend in Project Morrigan Lugus umbenannt werden. Morrigan ist die irische Göttin des Kampfes und Lugus Omigos das trinitische Angesicht sowohl der Iren als auch Gallier. Mich erinnerte eher die Idee der Äußerlichkeit an eine Ezekiel-Cherubin-Engel-Einheit aus dem Alten Testament. Mythologisch Ambitionierte werden nicht verblüfft sein, dass jede Nation ihr Experiment nach einem alten Gott benennt. In Russland ist es Perun, der slawische Allvater. Indien, Krishna, der Überbringer der Barmherzigkeit. Ja, im Comic werden wir sogar sehen, wie. In China ist es Maitreya, der achte Bodhisattva im Buddhismus, der sich dem Sein aussetzt, um unerleuchteten Nirvana beizubringen. In Iran ist es Malak al-Maut, der islamische Todesengel, und im Irak der Dajjal, der sich gegen alles von Abraham Verkündete stellt, der Antichrist. So wie Götter Menschen mit der beliebigen Natur des Schöpfers entstehen lassen, wie sollte es dann mit der Feindseligkeit des Menschen umgedreht auf seine Kreation übertragen anders sein? Sicherlich streifen diese Götter aneinander in ausufernden Zerstörungen als Massenvernichtungswaffen, die sie eben sind. Erwartet ihr pantheistische Politik, so rate ich euch eher zu Neil Gaimans American Gods. Hier gibt's nur Beste, Blasphemie, Gewalt, Body Horror. Im Grunde der Prometheus-Film 2012 zielverstellt. Als mir der Comic das erste Mal übers Bullauge kratzte, musste ich direkt an Grant Morrison denken, denn dieser hat hier ein Buch rausgebracht unter dem Namen Supergods und die Comicreihe 18 Days, weil da auch so ein schlumpfeisfarbener Krishna drauf ist. Verwundern sollte es niemanden, kam ja alles schließlich zur ungefähren Zeit raus. Hinter dieser Entitätenbeleidigung steckt kein geringeres Puzzlestück zwischen Alan Moores Philosophie und Grant Morrisons Wahnsinn als Warren Ellis, der durch diesen Schreibstil beide miteinander auskommen lassen würde. Er wirkt auch äußerlich wie ein Übergang der beiden. Zeichner Gary Gastoni wäre höchstens aufnehmbar ohne Warren Ellis verrückte Anfertigungskommandos. Fazit: Eine den Größenwahn nicht verfehlende Anordnung von Gedankenübergängen jener Machtumstürze territorialen Interesse, die die Antike als auch die Moderne sinnbildlich oder wörtlich abhakt.